Hallo, ihr Lieben, seid mir gegrüßt. Hier ist Sven von Schuberts Fotografie. Heute an dem warmen Wetter möchte ich euch mal auch ein Video fertig machen. Ich habe mir gedacht, komm, da ich draußen jetzt sowieso gerade nicht shoote und im Studio gleich noch ein paar Produkte machen muss und ein Video eh wieder überfällig wird, starte ich heute mal mit diesem Bild. Ist schon ein bisschen bearbeitet. Grundbild kann ich euch mal zeigen, wie es vorher aussah. Da wird ja immer so viel erzählt, von wegen, ah, mein Bild ist nicht bearbeitet, schau mal her, bla bla bla. So, und das ist kein Geheimnis. Jetzt muss ich das mal eben raussuchen hier, wo wir das haben. Da. So, das Grundbild von uns, oder in dem Fall, was bearbeitet wird, sind diese. Ja, da ist gar nicht so viel dran gemacht. Dynamik ist runtergeschraubt. Weißtöne sind ein bisschen runter. Lichter sind ein bisschen runter, weil ich hier ein paar Probleme hatte mit meinem Blitz, gebe ich zu. Und das war's schon. Naja, auf jeden Fall ist das unser Ausgangsbild. Und heute möchte ich euch so einen speziellen Effekt mal vorstellen, den ganz, ganz wenige Leute eigentlich anwenden. Orton-Effekt ist das, heißt der. Und der kommt wahrscheinlich von diesem Herrn hier. Michael Orton. Der hat das Ganze ins Leben gerufen. Das sind jetzt Landschaftsbilder. Bei Landschaftsbildern, das ist Geschmackssache, gefällt es mir nicht wirklich. Ist übrigens keine bezahlte Werbung hier. Ja, auf jeden Fall. Das ist so, dass praktisch zwei Bilder. Du kannst es auch analog eigentlich. Du kannst es auch mit deiner Kamera direkt umsetzen. Ist eigentlich auch ganz cool, indem du praktisch zwei Fotos machst bei deinem Shooting, ja, in entsprechender Einstellung. Aber in Photoshop ist auch möglich. Cooler ist natürlich, wenn du es direkt beim Shooting machst. Ich habe heute mal ein TFP-Shooting ausgeschrieben. Ich wollte es einfach mal ein bisschen testen, weil ich es ganz interessant finde. Ja, ihr habt ein Ausgangsbild, welches ihr dupliziert. Das Ganze zielt darauf ab, deinen Hintergrund so einen gewissen Look zu geben halt, ne? Und da nicht übertreiben, aber da müsst ihr einfach selber anpassen, das ist halt auch immer vom Bild abhängig. Auf jeden Fall dupliziert ihr euch euer Hintergrundbild, geht dann auf Bild, berechnen. Mal eben gucken, wo das war, aber glaube ich hier. Ja, Bild berechnen. Setzt das Ganze auf negativ multiplizieren. Mehr braucht ihr hier gar nicht machen. Und bestätigt das Ganze. Wird sehr hell und unansehnlich. Dann dupliziert ihr euch diese Ebene nochmal und setzt darauf einfach einen Gaußschner Weichzeichner. Da müsst ihr auch mal probieren. Also ich habe es mit 25 vorhin mal probiert. War mir ein bisschen zu wenig. Wir nehmen einfach 45. So, und das setzt ihr jetzt nicht auf negativ multiplizieren, sondern auf multiplizieren. Ich habe hier eine Mutter. So, ja, 45 ist schon brutal. Jetzt fügt ihr einfach eure zwei Ebenen zusammen. Einmal ist der G und beide Ebenen markieren, dann auf Ebene reduzieren. Jetzt habt ihr das hier auf eurer Ebene. Das ist natürlich viel zu stark. Gehen wir hier, reduzieren wir hier so ein bisschen. So, und die Person, die will ich auch davon gar nicht so stark. Ja, diese Bearbeitung gar nicht so stark drauf einwirken, weil ihr seht, die Köpfe sehen ja auch so schon komisch aus. ja, da nehme ich mir echt brutal ein Radiergummi, 30%, und arbeite mich da dran. So. Ja, habe ich die Köpfe schon so ein bisschen ausgeschlossen von meiner Bearbeitung. Hier nochmal eben ein bisschen. So, aber hier unten lasse ich verlaufen, finde ich ganz cool. Und ja, das war schon eigentlich der ganze Zauber. Ihr könnt das Ganze natürlich jetzt auch wieder ein bisschen stärker machen, wie ihr seht. Aber da macht ihr, gibt ihr dem Hintergrund, gibt ihr so einen gewissen Look halt. Die einen mögen es, die anderen mögen es nicht. Ist Geschmackssache. In dem Fall war die Aufnahme wirklich so gewählt, dass der Hintergrund relativ scharf ist. Ich finde diesen Orton-Effekt ganz cool. Ich weiß nicht, ob es in dem Bild kommt, es vielleicht auch nicht ganz so zur Geltung. Aber
denke, man kann es ganz gut erkennen, ja? Ich zeige euch das nochmal anhand einem anderen Bild. An dem. Ja, hier ist der Hintergrund natürlich auch schon sehr offenblendig fotografiert. Also, ihr kopiert eure Ebene. Diese eben Bildberechnung setzt ihr auf negativ multiplizieren. Ja, eigentlich auch schon so ein ganz cooler Look. Wenn ich jetzt die Braut ein bisschen abgradieren würde, würde es mir, glaube ich, schon ganz cool gefallen. So, kopiert eure Ebene wieder, die setzt ihr auf multiplizieren. Ja, ihr seht, was ihr schon für coole Sachen hier kreieren könnt. Allein durch so eine kleine Spielerei habt ihr schon zwei verschiedene coole Bilder. Ist halt immer bildabhängig, dürft ihr nicht vergessen halt, ne? Ja, und dann Gauschner Weichzeichner 45 fand ich ein bisschen zu viel jetzt. Wir gehen mal so auf, ja, 26. Gut, und jetzt könnt ihr die Braut natürlich so lassen. Ich mag das nicht so stark auf die Person. Radieren das so ein bisschen ab. Strauß auch. So würde ich das Ganze schon lassen. Jetzt habe ich natürlich einen Zwischenschritt vergessen. Ich muss nochmal zurück. Wichtig dabei ist auch so, ganze Radierte nochmal weg. Oh, da haben wir meinen Gauschner Weichzeichner weg. Den wollen wir behalten. So, jetzt wichtig ist wieder beide Ebenen Hintergrundkopien markieren, STRG gedrückt halten, einmal linke Maustaste auf eure Hintergrundkopie, rechte Maustaste Ebene reduzieren. Jetzt habt ihr das alles auf einer Ebene. Auf mein Logo nicht achten, das Logo macht ihr sowieso immer zum Schluss drauf, denke ich, so wie ich. So, und jetzt könnt ihr das hier wieder anpassen, ja? Ich gehe jetzt wieder hin und nehme den Effekt so ein bisschen aus meiner Person raus. Hier oben so ein bisschen der Kopf, Strauß so ein bisschen die Schultern. So. Und das gefällt mir schon ganz gut. Ja, das ist so ein surrealer, keine Ahnung, habt ihr so einen verträumten Look halt, den ihr da einbauen könnt. Und das wirklich mit zwei, drei Handgriffen hier in Photoshop. Und finde ich ganz cool, den Look. Ja? Müsst ihr mal ein paar Mal ausprobieren, ein bisschen anpassen an eure Gegebenheiten. Und dann, ja, kann man da ganz coole Sachen mitmachen, glaube ich. Ich würde sogar so weit gehen und hier unten noch ein bisschen abradieren. Irgendwie ist das Mikro heute total scheiße positioniert hier. So. Radiergummi, weiche Kante, 30% und vielleicht hier unten noch so ein bisschen weg. So. Ja, auf jeden Fall ein echt fetter Look, finde ich. Könnt ihr richtig coole Sachen mitmachen. Hier vielleicht auch so ein bisschen den Schein noch wegradieren. Das Ganze könnt ihr natürlich auch auf einer weißen Ebene machen und dann abradieren und wieder hinradieren und keine Ahnung. Ich mache so. Vom Gefühl her klappt es eigentlich ganz gut. Ja, das war der O-Ton-Effekt sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob der Erfinder auch der Herr O-Ton ist. O-Ton, das so ausgesprochen? O-Ton, ja. Aber ich denke mal, ja, wäre abzuleiten daraus. Ja, mit Photoshop ganz leicht zu erstellen. Und wenn ihr da mit den Ebenen noch ein bisschen rumspielt, in den Berechnungsmodis, könnt ihr da richtig coole Sachen machen. Habt ihr gesehen, macht aus einem Bild schon zwei, drei richtig coole verschiedene Varianten. Und probiert mal aus. Lasst mal einen Kommentar da oder schickt mir mal ein Bild über Facebook oder über Instagram. Boah, ich bin ein bisschen müde heute noch. Ich war gerade wach und gestern noch eine Hochzeit bearbeitet. Aber von nichts kommt nichts. Ja, gut, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Dann weiß ich Bescheid, dass ich demnächst ein bisschen was anderes mache. Ja, oder kommentiert einfach mal, was ihr so sehen möchtet. Gucken, vielleicht kriegen wir es ja umgesetzt. Und dann sage ich mal bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und haut rein. Bis bald. Bye, bye.